und zwischen C, Spiegelbild. So, hier sagen wir, es gab einige Gelehrte, die gesagt haben, ein Foto ist wie ein festgehaltenes Spiegelbild. Ja? Oder wie festgehaltene Zeichnungen. Das haben einige Gelehrte gesagt. Die meisten Gelehrten haben gesagt, ein Foto, es ist kein Unterschied, ob du ein Bild machst durch ein Malen, durch einen Stift oder das Instrument ist ein Knopfdruck. Das heißt Knopfdruck oder das heißt, dass das Instrument, womit du das Bild herstellst, hierum geht es nicht. Der Prophet Sassam hat nicht gesagt, man rassama suraten, wer ein Bild zeichnet oder malt, sondern hat gesagt, man sawara suraten, wer ein Bild herstellt. So, jetzt, Sheikh Uthaymin beispielsweise, einer der großen Gelehrten des letzten Jahrhunderts, sagt, und auch noch dieses von diesem Jahrhundert, weil er ist im Jahr 2001 gestorben, er sagt, und in Hijri sowieso von diesem Jahrhundert, er sagt, selbst wenn bei dem Foto, der Punkt, dass du die Schöpfung imitierst, nicht zutrifft, so ist trotzdem die Wasila zum Schirk noch gegeben. Das heißt, du hast immer noch, wir haben eben gesagt, viele haben ein Bild hängen und das Bild wird vielleicht irgendwann angebetet. Das heißt, Wasila zum Schirk ist vergeben. Und wenn du ein Bild zu Hause hängen hast, der Prophet sagt, die Engel der Barmherzigkeit, sagen manche, kommen nicht in ein Haus, wo ein Bild hängt und ein Hund drin ist. Das heißt, du hast es so oder so. Und da kommst du nicht drum rum. Du kommst nicht um Wasila zum Schirk, kommst du nicht drum rum und du kommst nicht darum und du findest keinen Ausweg bezüglich, dass die Engel nicht reinkommen. Ja? So, das Fotos. So, jetzt kommen wir zu Videos. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen da. Das ist wirklich, sagen wir mal, also bei Fotos und diese ganzen Sachen sagen wir einfach, die meisten Gelehrten und die Argumente sind einfach stärker, dass einfach das Foto wirklich verboten ist. Ja. Außer natürlich in Notwendigkeiten, zum Beispiel Reisepass, Führerschein und sowas. Da kannst du ja nichts machen. Du kannst ja, oder wenn er auf dem Geldschein Kopf hast, dann kannst du ja nicht den Geldschein jetzt kaputt machen, ne? Da bist du pleite oder so. Und er lässt dann alles in Münzen umzahlen. Das funktioniert ja nicht. Ja? Das heißt, diese Sache ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, solche Sachen sind Notwendigkeiten. Und ich persönlich, wer kennt meine neue Seite Einladung zum Paradies.de? Wer kennt die? MashaAllah. Ist euch was aufgefallen, was sich verändert hat? Ja, Design sowieso, aber jetzt beim neuen Design hat sich was geändert. Keine Fotos. Genau. Ich hatte nämlich am Anfang, weil ich habe mit Yusuf Estes geredet, er hat in dieser Sache eine andere Meinung. Ja, und ich bin da ein bisschen schwanken gekommen, weil ich gesagt habe, weil wir haben gemerkt, diese Fotos, die haben eine große Wirkung auf die Leute, auch bei den Plakaten. Das heißt, die Leute wirklich, die sehen den Menschen um mit Bart und so hin und her und da spricht die an, ah, wer ist denn da? Das spricht die Leute mehr an als einfach ein Plakat. Aber wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass du etwas machst, was haram ist und es ist bei Allah gut. Kann nicht sein. Weil Allah gibt dir Baraka. Und ich habe am Anfang gesagt, das wirkt gut. Ich fand, also von mir persönlich, mein Geschmack, vom Geschmack her, man kann natürlich einen anderen Geschmack, aber ich fand, das sah gut aus mit den Fotos. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich will in dieser Sache auf Nummer sicher gehen. Auch wenn einige Gelehrte, es gibt einige Gelehrte, die das als halal gesehen haben. Ja. Wie gesagt, es gab keine Fotos, aber die stärkere Meinung ist ganz deutlich, dass nicht erlaubt ist. Was Videos angeht, hier gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Weil das sind alles Dinge, und hier, Brüder und Schwestern, möchte ich einige Sachen sagen. Guck mal, der Prophet Sassam hat gesagt, innel halale bayin, das, was erlaubt ist, ist klar. Wa innel harame bayin, und das, was verboten ist, ist klar. Wa baynahuma umurun mushtabihat, und dazwischen gibt es zweideutige Sachen. Das heißt, der Prophet Sassam hat das schon vorausgesagt. Und da liegt eine Weisheit drin, dass wir uns bemühen, wie in diesem Fall, dass wir sagen, wir suchen wirklich nach der Wahrheit. Und sagen nicht einfach, ja, das gefällt mir, folgen der Hauer, sondern folgen der Wahrheit. Was das Video angeht, selber, so haben die meisten Gelehrten gesagt, dass so etwas geht. Warum? Weil das eine ganz andere Natur wieder ist von einem Bild. Aber einige Gelehrte, wie zum Beispiel Sheikh Albani, sagt nein. Warum? Wir reden nicht von Live-Übertragung. Live-Übertragung haben wir eben geredet, ist übertragenes Licht, ist kein Problem.
Wir reden von dem, weil er sagt, guck mal, ein Video sind immer kleine Bilder, die schnell hintereinander abgespielt werden. Aber wie gesagt, ich denke, dass meine persönliche Meinung, man kann gerne anderer Meinung sein in diesem Dings, dass das beim Video, dass das eine Sache ist, die auf jeden Fall geht. Ich wollte euch diese Botschaft rüberbringen. Ich hoffe, dass es einiges genutzt hat. Wie gesagt, zu Hause, wenn man irgendwelche Bilder an der Wand hängen hat, zumindest wenn, auf jeden Fall von der Wand wegmachen, dann in Zukunft darauf achten, auch bei Kindersachen, dass man keine Kindersachen kauft, wo irgendwelche Bilder drauf sind. Das, also das heißt jetzt, ich rede nochmal Bilder von Lebewesen. Dass man in Zukunft darauf achtet, wenn man Zeitung nach Hause bringt, dass man nicht zu Hause liegen lässt, wenn dann direkt liest und wieder wegmacht. Oder auch wenn man Bücher hat, wo Bilder drin sind, ja, dass man diese Bilder zum Beispiel unkenntlich macht. Zum Beispiel, man kann einen Streifen über das Gesicht kleben oder man kann das mit dem Stift zumachen. Das sieht man bestimmt. Das ist etwas, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das etwas weitergeholfen hat, von den Ahkam, von den Regeln her. Und dass uns das auch weitergebracht hat im Verständnis von dem Tauhid im Islam.